بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute beginnen wir inshallah ta'ala mit einem neuen Kapitel im Fiqh und das ist der Handel auf Arabisch al-bay'u und im Plural al-buyu'. Also geht es um Kaufverträge bzw. Handelsverträge. Wann ist ein Kauf gültig? Was sind die Bedingungen? Welcher Kauf ist überhaupt erlaubt? Wann ist er nicht erlaubt? Und so weiter und so fort. Also alles, was mit Handel zu tun hat. Beginnen wir erst einmal mit der Definition, was ist Handel oder Kauf? Handel, bitteschön. Genau, jemand gibt eine Sache und erhält eine andere Sache. Also, es ist der Umtausch von Ware gegen Ware oder gegen Geld. Oder eben Dienstleistungen. Also man hat mehrere Aspekte, die umgetauscht werden. Entweder ich tausche eine Ware um gegen etwas, Geld oder gegen eine andere Ware. Oder ich biete eine Dienstleistung an. Oder ich gebe Geld und bekomme dafür Geld. Und da gibt es natürlich Regeln. Oder ich gebe eine Ware und bekomme dafür eine Ware. Allgemein sagt man, der Tausch von Besitz. Und unter Besitz, wie gesagt, irgendeine Form, ob das jetzt Geld ist, ob das Gold ist, ob das eine Ware ist, ob es eine Dienstleistung ist, also eine Arbeit, die du verrichtest für jemanden und dafür bekommst du Geld. Ja, das sind alles Themen, die sich mit dem Handel befassen, die also in diesem Kapitel besprochen werden. Wenn wir einen Tausch haben, also ein Handel, ein Kauf, dann gibt es folgende Bestandteile, die vorhanden sein müssen, damit wir überhaupt von Handel reden, von einem Kaufvertrag reden. Erst einmal der Vertragsgegenstand. Was ist der Vertragsgegenstand? Ja, eben die Ware oder die Dienstleistung oder das Geld. Ich kaufe ein Auto. Das Vertragsgegenstand ist das Auto. Ich kaufe ein Eis. Vertragsgegenstand ist das Eis. Also was wird umgetauscht? Irgendetwas muss vorhanden sein. Der nächste Bestandteil eines Kaufvertrags sind die Vertragsparteien. Der Käufer und Verkäufer. Oder Geber und Nehmer. Ja, wir nennen das eben Käufer und Verkäufer. Jemand, der kauft etwas, jemand, der verkauft etwas. Wenn du arbeitest, verkaufst du deine Arbeit, ja, die geleistete Arbeit, also diese Dienstleistung an jemanden. Das ist also, das sind die Vertragsparteien. Dann der dritte Aspekt und Bestandteil eines Kaufvertrags ist der Preis. Du schenkst es ihm ja nicht. Du willst ja etwas dafür, eine Gegenleistung, ob das jetzt Geld ist oder du verlangst eine Ware oder du verlangst eine Dienstleistung. Du gibst Geld und verlangst eine Dienstleistung. So, wie viel Geld? Das ist eben der Preis. Und die Vertragserklärung. Also das Artikulieren, dass ich eben kaufe und der Verkäufer artikuliert, dass er verkauft. Das heißt, wenn ich dir einen Becher gebe und du nimmst ihn, und ich habe nichts gesagt und du hast nichts gesagt. Ist das jetzt ein Kaufvertrag
Kommt darauf an, auf die Situation. Normalerweise sollte es artikuliert werden. Aber es kann sein, dass der Brauch so ist, dass jeder weiß, was gemeint ist. Wenn du zum Bäcker gehst und legst ihm 1 Euro hin und er kennt dich, ja, der weiß ganz genau, du willst immer die gleichen Brötchen haben. Du legst ihm 1 Euro hin und er packt dir so und so viele Brötchen ein. Du hast nichts gesagt, er hat nichts gesagt. Ist das ein Kaufvertrag? Ja. Warum? Weil eben beide Bescheid wissen, worum es geht. Brenzlig wird es dann, wenn jemand sagt, ich wusste gar nicht, dass du gemeint hast, du kaufst es. Ja, deswegen die Vertragserklärung, also dass du erklärst, hiermit verkaufe ich dir diese Ware. Und der andere sagt, hiermit kaufe ich von dir diese Ware. Also noch einmal die Bestandteile des Kaufvertrags, Vertragsgegenstand, also zum Beispiel die Ware, Vertragsparteien, Käufer und Verkäufer, der Preis und die Vertragserklärung. Das sind die Bestandteile eines Kaufvertrages. Sag dir mal bitte, Barklofi. Lass die Tür bitte offen, Barklofikum. Lass die Tür auf. Also, das sind die Bestandteile des Vertrags. Beispiele hatte ich erwähnt, du gibst 1 Euro und du bekommst dafür Brot oder Brötchen oder irgendetwas. Kaufgegenstand ist also Geld und Brot. Du gibst Geld, bekommst Brot. Die Kauf- oder Vertragsparteien, das ist der Bäcker und du bist der Kunde. Die Vertragserklärung ist die Ausdrucksform, also entweder du sagst es, gib mir bitte, ich möchte Brötchen kaufen. Und der andere sagt, hier, bitteschön, ich verkaufe dir die Brötchen. Und eben der Preis muss festgelegt sein. Brötchen kostet, lau allem, wie viel Cent. Das muss auch festgelegt sein. Kommen wir zum ersten Bestandteil und das sind die Vertragsgegenstände. Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein bei der Ware? Das, was du kaufen willst oder du bist eben der Verkäufer, dass du, was du verkaufen willst, die Ware. Welche Voraussetzungen muss diese Ware haben? Die, ja, bitte? Ja, genau. Bitte? Genau. Der Verkäufer muss die Ware besitzen. Das heißt, es ist nicht erlaubt, dass du etwas verkaufst, was du nicht besitzt. Du kannst nicht etwas verkaufen, was du nicht besitzt. Jetzt kommt der eine oder andere und sagt, ist doch klar. Nee, ist eben nicht klar. Weil es gibt Verkäufe, Handelsformen, da verkaufst du eben nicht etwas, was du besitzt. Sondern, zum Beispiel, ich gehe jetzt zu jemandem und sage ihm, möchtest du ein Auto kaufen? Sagt er, natürlich gerne. Alles klar, wie viel Preislage, wie viel? Ja, ich will für 5.000, 10.000, 100.000. Ja, ich will ein, alles klar, was für ein Auto? Ich will dies und jenes Auto, alles klar. So, guck mal, ich habe einen Kaufvertrag ausgedruckt, unterschreib mal. Gib mir die 10.000 Euro. Ja, wo ist das Auto? Ja, ich gehe das jetzt kaufen für dich. Jetzt geht das, geht nicht. Du hast ja keinen du hast ja jetzt einen Kaufvertrag gemacht. Du darfst nicht etwas verkaufen, was du nicht besitzt. Ja, aber ich bin Makler. Gut, dann sag es ihm auch, dass das noch kein Kaufvertrag ist. Es muss deutlich sein. Du bist Makler, alles klar. Hör mal zu, du brauchst einen Mercedes für 5.000, alles klar. Warte, ich suche für dich und ich will dann meine Provision haben. Alles klar, geht gut, in Ordnung, okay. Aber der Kaufvertrag findet nicht zwischen dem Makler statt und dem Kunden,
bevor der Makler das Auto in Besitz hat. Das ist nicht erlaubt. Warum? Warum verbietet der Islam das, dass man etwas verkauft, was man nicht besitzt? Ja? Genau, es kann sein, er nimmt das Geld und bringt das Auto gar nicht. Ja? Genau, er hat keine Gewissheit, dass er überhaupt das Auto kaufen kann. Und, das ist eines der wichtigsten Aspekte, er übernimmt hier gar kein Risiko. Du musst Risiko übernehmen. Das ist so der rote Faden im islamischen Handelsrecht. Beide Parteien müssen das Risiko übernehmen. Es kann nicht sein, der eine hat null Risiko, der andere hat 100% Risiko. Weil wenn ich zuerst das Auto kaufe und es in meinen Besitz bringe, es kann verbrennen, es kann geklaut werden, es kann Allahu a'lam, was da passiert. Ich habe Risiko, wenn ich ein Auto habe. Es kann ja sein, dass irgendwas passiert damit. Das heißt, dieses Risiko musst du als Verkäufer übernehmen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, gib mir das Geld und dann erst werde ich für dich kaufen. Makler ist wieder was anderes, aber das ist kein Kaufvertrag dann. Sondern das ist ein Vertrag, hör mal zu, ich krieg eine Provision und wenn, und dann machst du den Vertrag mit dem Verkäufer. Wer ist der Verkäufer? Der Besitzer des Autos. Ist das klar? Dieser Aspekt, liebe Geschwister, hat zum Beispiel spielt eine Rolle bei dem sogenannten Dropshipping. Schon mal gehört? Dropshipping. Was bedeutet Dropshipping? Es bedeutet, ich mache eine Homepage auf, einen Online-Shop und ich lege ein Handy rein oder ein Auto, ist egal was, eine Flasche, ein Laptop. Das Ding besitze ich nicht, ich habe es noch nicht gekauft. Alle Informationen sind da, iPhone 2018 120, Allah, was für ein Ding, ja, mit so und so viel Gigabyte und so weiter und alle Infos sind da. Aber was bedeutet Dropshipping? Du kaufst es bei mir auf meiner Online-Plattform, dann kontaktiere ich den Besitzer und sag ihm, schick ihm das Handy nach Hause. Ist das klar? Nach Ansicht vieler Gelehrter ist das nicht erlaubt. Warum? Du verkaufst etwas, was du nicht besitzt. Wir werden noch sehen, inshallah, im Laufe der Vorträge, ob es da nicht eine islamische Lösung gibt für diese Sache. Wobei, wie gesagt, viele Gelehrte sagen, nein. Das ist ein, du verkaufst hier etwas, was du nicht besitzt. Ist natürlich gemütlich. Ich habe keine Lagerkosten, ich habe überhaupt keine Probleme. Ich muss gar nicht in Vorkasse treten. Ich kaufe das Ding erst, wenn das Geld bei mir eingegangen ist. Ist herrlich, ist super gemütlich. Ja, wo ist das Risiko, das du übernimmst? Und deswegen sagen viele Gelehrte, nein. Dropshipping ist nicht erlaubt. Wie gesagt, wir werden noch sehen. Wichtig hier zu Beginn, diese Vortragsreihe ist nicht als Fatwa-Reihe gedacht. Ja? Wer eine Fatwa haben möchte, soll dann nochmal separat die Schuyuch fragen. Es geht hier um Grundlagen. Ja? Nur damit wir uns verstehen, inshallah, barakallahu fikum. Dazu gehört dann, also ich muss es besitzen. Zweitens, ich muss fähig sein, es zu übergeben. Dass ich die Ware auch übergeben kann. Ich kann vieles besitzen, aber man hat es weil ich Schulden habe oder so, ja, wurde das konfisziert oder wie nennt man das? Beschlagnahmt, nee, da gibt es eine andere Sache. Gepfändet, barakallahu fikum. Pfändung. Das Auto gehört mir, aber ich kann es nicht verkaufen, ich kann es nicht geben. Ich bin nicht in der Lage, es zu geben. Es wurde gepfändet, zum Beispiel. Kann ich das Auto verkaufen? Hör mal zu, ich verkaufe dir mein gepfändetes Auto. Es geht nicht. Ich kann es nicht übergeben. Das heißt, die Ware muss mir gehören. Zweitens, ich muss auch in der Lage sein, es dir auch zu geben, sobald du mir das Geld gegeben hast. Das ist also die nächste Bedingung. Oder zum Beispiel, ich habe ein Auto,
Es wurde aber gestohlen. Wo ist das Auto? Weißt du was? Guck mal, das Auto ist gestohlen, kostet eigentlich 50.000 das Ding. Ich verkaufe es hier für 10.000. Machen wir jetzt einen Vertrag. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Ich habe dir alles erklärt, das Auto, niegelnagelneu, alhamdulillah, keine Probleme, super Auto. Ja? Der einzige Haken ist, es ist gestohlen. Ja, wo ist es gestohlen? Er ist nicht bei mir. Aber lass uns mal einen Kaufvertrag machen. Du kriegst es für ein Apfel und Ei. Ja? Also fast kostenlos. Dieser Kaufvertrag ist ungültig. Warum? Du kannst das Auto gar nicht übergeben. Kriegst das Geld, ja und dann? Ja, hier, guck mal, da sind noch Schlüssel. Ja, wo ist das Auto? Was soll ich mit den Schlüsseln, wenn das Auto nicht da ist? Das heißt also, ich muss es besitzen und ich muss in der Lage sein, es auch zu übergeben. Die nächste Bedingung bei der Ware ist die Kenntlichmachung. Was heißt Kenntlichmachung? Also sämtliche Details zu erklären und aufzuzeigen, die relevant sind. Ich will dir ein Handy verkaufen. Wenn ich dir jetzt sage, hör mal zu, ich verkaufe dir einen Samsung für 100 Euro, ist dieser Kaufvertrag gültig? Und du sagst, super, alhamdulillah, barakallahu fik, ich bin, so, da sind die 100 Euro. Ist dieser Kaufvertrag gültig? Ja? Warum nicht? Bitte? Nö, ich sag dir mal zu, das ist ein Samsung ohne Schaden. Niegelnagelneu. Ja? Welche Samsung? Was für ein Samsung? Da gibt es doch unterschiedliche Sorten. Oder iPhone. Welche iPhone? iPhone 1, gibt es das Ding überhaupt? Ja? Das kostet jetzt, ist antik jetzt geworden. Ja? Oder iPhone, Allahu A'lam, wie viel? Du musst schon präzisieren, welches. Oder wenn ich dir sage, hör mal zu, ich habe hier in der Tasche habe ich ein Handy, das verkaufe ich dir. Für 50 Euro. Niegelnagelneu. Ja? Welches Handy? Ich weiß ja gar nicht, welches Handy das ist. Nokia 3310 oder wie die Dinger hießen, ja? Lauale, was für ein Handy das ist. Du musst mir schon sagen, welches Handy. Okay, ich sag dir mal zu, das ist ein Samsung S, bei wie viel sind die jetzt? Du bist iPhone, ne? Okay, jetzt sagen iPhone, wie viel? Bitte was? 12 sind die schon? Ja, Latif. Das ist ja jede zwei Monate ein neues Handy. Also auf jeden Fall, reicht das? iPhone 12. Oder gibt es noch relevante Informationen, die den Preis ausmachen können? Was zum Beispiel? Speicher natürlich. Das ist ein Unterschied. So und so viel Gigabyte oder so und so viel Gigabyte. Also es müssen sämtliche Informationen erwähnt werden, die relevant sind. Jetzt kommt jemand und sagt, okay, ich will ein iPhone kaufen und am Ende hat das gekauft, sagt, nee, Kauf ist ungültig. Khair, inshallah. Du hast mir nicht alles gesagt. Wie, ich habe dir nicht alles gesagt? Du hast mir nicht gesagt, welche Farbe die Batterie hat. Habibi, die Farbe von der Batterie, die ist doch nicht relevant. Macht das vom Preis was aus? Das macht nicht vom Preis was aus. Ich verkaufe dir ein Auto. Und am Ende sagt er mir, du hast mir nicht gesagt, welche Farbe die Bremsscheibe hat. Ach, also das hat doch keinen Einfluss. Die Farbe von der Bremsscheibe, okay. Die Farbe von den Sitzen, okay. Vielleicht hat das was, hat das einen Einfluss. Ja, aber dieses eine Kabel, das da nicht, nie gesehen wird, ob das rot oder lila blassblau ist, das ist doch sowas von egal. Das heißt, es geht nicht darum, dass jede einzelne Detail geklärt werden muss, sondern die relevanten. Was heißt relevant? Hat einen Einfluss auf den Preis oder auf die Qualität und sowas. Diese Dinge müssen erwähnt werden. Alles klar, jetzt gehst du Wassermelonen kaufen. Und der sagt dir, bitte schön, hier ist eine Wassermelone. Und du hast erste Vortrag islamisches Handelsrecht und sagst, lala, ja, das ist kein gültiger Kaufvertrag. Khair, inshallah, warum? Ja, ich weiß nicht, ob süß oder sauer oder nicht.
Das sind natürlich Ausnahmen. Da kann du nicht wegen dir jede Wassermelone erstmal aufteilen, bis du die süßeste Wassermelone gefunden hast. Das sind Sachen, da ist es nicht, dann verlangt man nicht diese Information, weil er kann dir diese Information nicht geben. Doch, der kann es aufmachen. Soll er jetzt 5 Tonnen Wassermelone aufmachen? Das ist nicht möglich. Das heißt, es gibt einige Waren, besonders Obst oder Gemüse, da kann der Verkäufer nicht dir sagen, was da drin ist. Du weißt, es ist eine Wassermelone. Aber was ist relevant für dich? Ja? Wie viel sie wiegt zum Beispiel. Aber natürlich würde man gerne wissen, ob sie süß ist oder nicht. Wäre sie nicht süß, würdest du nicht kaufen, oder? Aber das können wir dir nicht sagen. Gut, es gibt Händler, die sind dann so kulant, die machen das auf, bitteschön, schau dir das mal an. Ja? Vielleicht macht er eine andere auf nebendran, die probier mal, ja, das so, er sagt dir, das ist die gleiche Sorte. Ja? Aber er kann dir nicht versichern, dass diese Wassermelone genauso süß ist wie die andere. Kann er nicht. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du es aufgemacht hast und probiert hast, dann erst weißt du das. Das heißt, bei solchen Dingen, bei denen es nicht möglich ist, es kenntlich zu machen, muss man es auch nicht. Aber bei einem Handy ist, oder beim Auto, wie viel PS, wie viel Tahand, Unfallauto oder nicht, das ist eine relevante Info oder nicht. Ob das Auto einen Unfall gebaut hat oder nicht, das heißt, das darfst du nicht verschweigen, Kilometerstand irgendwie so ändern und so. Ja, das ist natürlich nicht erlaubt. Du musst wahrhaftig sein bei den Angaben. Was hat das für eine Auswirkung, wenn es falsche Angaben sind? Du hast ein Recht auf was? Auf Entschädigung oder Rückgabe des Geldes. Also die nächste Bedingung war die Kenntlichmachung. Na, mach. Ja. Was ist mit diesem Verhalten jetzt? Ja, wie gesagt, der Händler, der kann dir nicht versichern, dass jede Wassermelone so schmeckt wie die, die er gerade aufgeschnitten hat. Und du als Kunde weißt das auch. Jede Wassermelone ist anders. Es kann sein, dass sie ähnlich sind. Es kann aber auch sein, dass eine von denen verfault ist und man sieht das an der Wassermelone nicht. Dann hast du eben nicht das Recht, dass du sagst, dieser Kaufvertrag ist ungültig. Warum? Weil er mir eine Information vorenthalten hat. Das geht nicht. Er kann dir nicht sagen, jede Wassermelone, wie viel Zuckergehalt sie hat. Ja? Und deswegen musst du wissen vorher, wie es ist. Machen wir inshallah die Fragen am Ende, barakallahu fik, damit wir weiterkommen. Jazakallahu khair. Dazu, also noch ein Punkt zu dieser Information. Anders wäre es, wir hatten zum Beispiel über die Bremsscheibe geredet oder von mir aus die Batterie vom Handy. Wenn du aber zu einem Händler gehst und sagst, ich möchte eine Batterie, du möchtest jetzt nicht das Handy, du möchtest die Batterie, du kaufst jetzt nicht das Auto, du kaufst die Bremsscheibe, dann muss natürlich die Bremsscheibe näher verdeutlicht werden. Ist das klar? Warum? Weil die angestrebte Ware ist nun die Bremsscheibe an sich. Beim Auto muss er dir nicht sagen, jedes einzelne Detail der Bremsscheibe oder Allahu a'lam, was für ein Kabel und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt ein Kabel kaufst, dann muss er dir sagen, dieses Kabel hat die und die Eigenschaften. Ist der Unterschied klar? Die Gelehrten früher erwähnten zum Beispiel ein Beispiel, ich gehe und kaufe ein Schaf, ja, und dann sagt man mir, okay, dieses Schaf ist trächtig, ja, hat ein Lamm, nennt man das, oder?
beim Schaf. Also es hat ein Tier im Leibe. Jetzt weiß ich nicht, ist es männlich oder weiblich? Uninteressant. Warum? Ich kaufe jetzt ein Schaf, ein lebendiges Schaf. Aber positiver Nebeneffekt, dieses Schaf, das Weibchen eben, das hat ein Tier im Leibe. Aber andersherum wäre es, wenn mein Zielprodukt, meine Zielware, dieses Tier im Leibe wäre. Das ist wieder was anderes. Also wir müssen immer unterscheiden, was ist dein Ziel? Das Auto oder ist dein Ziel die Glühlampe? Ist dein Ziel das Auto? Ich will ein Auto kaufen, dann muss ich dir nicht sagen, die Glühlampe von der Firma XY mit so und so viel Watt, mit so und so viel und so weiter. Warum? Du willst ein Auto kaufen. Aber wenn ich eine Glühlampe kaufen will, oder eine Lampe, wie man die Dinger nennt, dann muss ich als Verkäufer dir sagen, immer zu, so viel Volt, Watt, irgendwas und so weiter und so fort, wie lange hält es und so weiter. Die nächste Bedingung bei der Ware ist die Legalität des Gegenstands. Was heißt Legalität des Gegenstands? Was zählt zum Beispiel nicht dazu, ja? Bitte? Drogen zum Beispiel. Wenn wir sagen, hör mal zu, ich sag dir alle Eigenschaften dieser Drogen, möge Allah uns bewahren, ja, und ich werde dich auch nicht anlügen und so weiter und so fort, Preis ist klar, wir sind alle zufrieden und so weiter. Haram. Warum? Ja, der Gegenstand selbst verboten. Du darfst Drogen nicht verkaufen. Alkohol, Schweinefleisch, irgendetwas, was verboten ist, darfst du nicht verkaufen. Also du musst darauf achten, dass die Ware halal ist. Und hier gibt es natürlich die Riesenfrage, ich verkaufe Trauben. Sind Trauben halal oder haram? Dürfen wir Trauben essen? Ja? Dürfen wir Trauben essen? So, aber ich weiß, derjenige, dem ich das verkaufe, der macht daraus Wein. Darf ich es ihm verkaufen? Ja? Nein, darf ich nicht. Warum? Ja, weil ich weiß ganz genau, er macht damit Wein. Ich weiß nicht, was er damit macht. Bitte schön, verkauf. Aber wenn du es weißt, du weißt, jemand will von dir ein Messer kaufen, warum? Er will jemanden umbringen. Darfst du es ihm verkaufen? Nein. Ich weiß nicht, was er damit machen will. Verkauf. Das heißt, solange du nicht weißt, dass die Halal-Ware haram benutzt wird, kannst du es verkaufen. Wenn ich aber weiß, diese Halal-Ware wird für eine Sünde benutzt, ich weiß es, hat mir gesagt, dann darf ich es nicht verkaufen. Also bei Unwissenheit, wie es benutzt wird, kannst du die Halal-Ware, nicht die Haram-Ware, ich darf nicht ein Schweinefleisch verkaufen. Das Ding ist selbst haram. Aber es geht um Halal. Trauben sind Halal, ja. Und ich weiß nicht, was er damit macht daheim, ob er da seinen Wein damit macht oder nicht. Das kann mir egal sein. Solange ich es nicht weiß, darf ich es ihm verkaufen. Das waren die Bedingungen bei den Vertragsgegenständen, also bei der Ware, die zum Kauf steht oder Verkauf steht. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar zu den Vertragsparteien. Was bedeutet Vertragspartei? Das bedeutet Käufer und Verkäufer. Da gibt es Bedingungen, die vorhanden sein müssen. Die erste Bedingung der Vertragsparteien ist die Geschäftsfähigkeit. Was soll das heißen, Geschäftsfähigkeit? Was versteht man darunter? Genau. Also die Person, der Käufer und der Verkäufer müssen Bedingungen erfüllen. In der klassischen islamischen Rechtswissenschaft nennt man eine Bedingung, und zwar, er muss frei sein, er darf kein Sklave sein. Das ist für uns heutzutage nicht mehr so relevant in unseren Handelsgeschäften, deswegen können wir das überspringen. Aber das habe ich nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Zweitens, es darf kein Kind sein. Was heißt Kind? Also
noch nicht die Pubertät erreicht. Das heißt, wenn ein Kind zum Bäcker geht oder zu einem Kiosk und er gibt ihm 1 Euro, ich will einen Lolli haben, dann ist, und er gibt einem Lolli, dieser Vertrag ist islamisch nicht gültig. Warum? Das Kind kann keine Verträge eingehen. Außer mit Einverständnis der Eltern. Das ist genauso wie auch im deutschen Gesetz. Und was hochinteressant ist auch, im Islam, so wie auch im deutschen Gesetz, können Kinder ab 7 mit Einverständnis der Eltern solche Kaufverträge machen. Vor 7 nicht. Vor 7 Jahren geht es nicht. Ist im Islam so wie im Handelsrecht, im Deutschen. Also, aber wann kann ein Mensch selbstständig, ohne dass er irgendein Verständnis braucht, einen Kaufvertrag eingehen? Ab der Pubertät. Ab dann sind Kaufverträge von dieser Person islamisch gesehen rechtskräftig, wenn natürlich sämtliche andere Bedingungen erfüllt wurden. Zweitens, er muss bei Verstand sein. Das heißt, stellen wir uns vor, jemand, der keinen Verstand besitzt, er ist geistig erkrankt, geht und gibt dem Kiosk 1 Euro und der Kioskbesitzer weiß ganz genau, der will einen Lolli haben oder will lauern Brötchen, irgendwas, der will eine Cola haben, er weiß ganz genau, was er will. So, und er gibt ihm. Auch hier, das ist kein gültiger Kaufvertrag. Warum? Weil eine Vertragspartei keinen gesunden Verstand besitzt. Diese Person ist geistig erkrankt. Was ist die Lösung? Der Betreuer dieser Person führt die Kaufverträge für diese Person ein, nach bestem Wissen und Gewissen. Denn wenn du Betreuer bist von einer Person, die nicht geschäftsfähig ist, ob das jetzt ein Kind ist, jemand, der geistig erkrankt ist oder zum Beispiel geistig erkrankt, Demenz, Menschen mit Demenz, der kann keine Geschäfte eingehen. Du bist jetzt der gesetzliche Betreuer, ob jetzt nach deutschem Recht oder nach islamischem Recht, in beiden Fällen, du bist jetzt der Betreuer, dann musst du natürlich verantwortungsvoll mit seinem Vermögen umgehen. Du kannst nicht sagen, ja, der braucht jetzt, der demenzkranke Mensch, der braucht jetzt unbedingt einen Panamera. Nur weil du einen Panamera fahren willst. Und gibst dann Allah an, wie viel Euro aus, und der braucht es nicht. Ein Corsa wird vollkommen ausreichen. Zum Beispiel jetzt, ja. Oder der braucht jetzt ein Schloss auf den Malediven, ja, damit es ihm gut geht. Nur weil du dann auf den Malediven lebst. Also du musst nach seinen Bedürfnissen handeln und nicht nach deinen Bedürfnissen. Das gilt auch für Kinder. Also wenn du der Betreuer, es kann ja sein, ein Kind hat geerbt 1 Milliarde von seinem Vater. Aber dieses Kind kann mit dieser Milliarde nichts anfangen. Es hat einen Betreuer und dieser Betreuer, der muss nach bestem Wissen und Gewissen mit diesem Geld umgehen. Ansonsten wird der Yawm al-Qiyamah zur Rechenschaft gezogen für jeden Cent, den er unerlaubt benutzt hat. Ja, und dann natürlich, der Shaitan kommt und sagt, doch, ich habe ihm ein Schloss gekauft. Du weißt ganz genau, es ist wegen dir, nicht wegen ihm. Also da muss man gottesfürchtig sein. Die nächste Bedingung bei den Vertragsparteien ist die Besonnenheit. Was heißt Besonnenheit? Was soll das heißen? Ja? Nicht betrunken ist, gut, dann betrunken würde bedeuten, er hat keinen Verstand mehr. Aber der nicht Besonnene, nennt man auch der Törichte, gemeint ist nicht jemand, der den Verstand verloren hat, sondern was ist damit gemeint? Sufaha nennt Allah diese Menschen. Ja, unzurechnungsfähig im Sinne von, er kann mit Geld nicht umgehen. Es gibt Leute, die können mit Geld nicht umgehen. Die würden ihr Geld sofort verprasseln.
Diese können, also auch im Islam kann es sein, dass diese Person einen Betreuer bekommt. Der ist bei Sinnen, der ist ja bei Verstand, der ist ja nicht geistig erkrankt, der ist nicht demenzkrank oder irgendwie, der ist bei Sinnen. Aber der hat ein Problem mit, der kann nicht mit Geld umgehen. Sobald er Geld hat, kauft er unnötiges Zeug. Und dann ist er wieder in den Schulden, dann kann er seine Miete wieder nicht bezahlen und permanent geht das so. Ist nicht einmal, der hat ein Problem. Diese Person kann keine also Kaufverträge eingehen. Warum? Weil er eben nicht besonnen ist. Er kann mit Geld nicht umgehen. Das heißt nicht, jeder, der 5 Euro mal verprasselt ist, ein Törichter, also ein Zerfi, jemand, der nicht mit Geld umgehen kann, sondern es geht wirklich, wenn es schon fast krankhaft ist, dass er eben permanent finanzielle Probleme hat. Der kriegt es nicht gebacken. Nicht, weil er keinen Taschenrechner hat, er ist so, der kauft jedes Mal Unnötiges. Der gehört zu dieser Sorte, die keine Kaufverträge eingehen können. Das waren also einige Aspekte bezüglich der Person. Kannst du mal die Kabel hier rausziehen, dann glaube ich, gibt es nicht diesen Effekt da unten. Beide. Entschuldige, nee, nicht beide. Von dem hier. Guck mal nochmal einen Bildschirm. Also. Okay. Barklaufig. Dazu gehört auch, also die nächste Bedingung bei den Vertragsparteien, dass man nicht insolvent ist. Was soll das heißen? Der Mensch hat Verstand, gesund, Alhamdulillah, alles Mögliche, aber der hat Schulden. So sehr, dass er nicht mehr kaufen kann. Insolvente Mensch oder eben die Pfändung haben. Ja? Der hat Schulden, der muss 20.000 Euro zahlen und jetzt geht er und kauft er ein Handy für 1.000 Euro. Aber er muss seine Schulden zahlen. Und das Geld wurde gepfändet, dann kann er natürlich nicht zahlen. Aber auch im Islam gilt, auch so wie in Deutschland, es gibt einen Mindeststandard oder einen Mindestbetrag, der ihm übrig bleibt. Für was? Essen, Trinken und so weiter. Also du kannst im Islam nicht sagen, hör mal zu, mir ist egal, was mit dir passiert, verdurste, verhungere, ich will mein Geld haben. So geht das nicht. Er braucht einen Mindestbetrag, damit er isst, trinkt, seine Wohnung, seine Miete bezahlen kann. Alles, was darüber ist, wird erstmal gepfändet, bis er seine Schulden zahlt. So lange kann er nichts kaufen. Also so lange ist er nicht in der Lage, Kaufverträge einzugehen. Das sind die Eigenschaften der Vertragsparteien, also individuell betrachtet. Jeder von denen muss diese Bedingungen erfüllen. Wenn wir sie jetzt zusammen betrachten, die Vertragsparteien, die zwei Personen oder von mir aus zwei Firmen, ist ja egal, welche Parteien das sind, ja, da gilt nun noch die Zufriedenheit oder Zustimmung, können wir auch nennen. Rida. Die Zustimmung, was soll das heißen? Das bedeutet, er geht diesen Vertrag ein, weil er es eingehen möchte. Er wird also nicht dazu gezwungen, ohne dass er es will. Aber hier müssen wir etwas unterscheiden. Ausnahme ist, er wird dazu gezwungen, zum Beispiel, wie wir gerade gesagt haben, bei der Pfändung, weil er Schulden hat. Er muss dieses Auto verkaufen, um die Schulden zu tilgen. Er muss es. Da wird er gezwungen zu diesem Kaufvertrag. Ja, aber warum? Weil er eben Schulden hat, die er bezahlen muss. Außer natürlich, der macht eine Ratenzahlung aus und so weiter und so fort. Oder dieser Mensch, der Geld erwartet, Gläubiger, oder?
der verzeiht ihm. Das ist wieder was anderes. Aber gehen wir davon aus, der Gläubiger will weder Ratenzahlung, noch will er ihm das erlassen. Er sagt, hör mal zu, ich will mein Geld. Und du hast ein 100.000 Euro Auto, verkauf das Ding und ich will mein Geld. Hat er Recht dazu? Er will sein Geld haben. Also die Zustimmung bedeutet, man wird nicht gezwungen, unrechtmäßig. Es gibt nämlich einen rechtmäßigen Zwang, wie eben hier erwähnt, gerade bei, zum Beispiel, man hat Schulden. Aber unrechtmäßig, ich will mein Handy nicht verkaufen, da kommt jetzt jemand und sagt, du musst mir dein Handy verkaufen. Oder, was leider manchmal passiert, ich habe ein Stück Land und da zwingt mich irgendjemand, dieses Stück Land zu verkaufen oder mein Haus. Ich will mein Haus nicht verkaufen, ich habe auch keine Schulden und ich muss niemandem Geld geben. Ich will mein Haus behalten, aber da kommt irgendjemand, so ein, wie nennt man die, Oligarchen oder so, ja, diese Multimilliardäre, und weil der einfach nur nochmal so einen Platz für sein Pferd haben will, zwingt er mich, mein Haus zu verkaufen. Das geht nicht. Dieser Kaufvertrag wäre ungültig. Warum? Weil er unter Zwang geschehen ist. Also, ich muss zufrieden sein. Zufrieden bedeutet nicht, dass ich froh bin. Es kann sein, ich bin nicht froh. Ich habe kein Geld und zum Beispiel, ich mag meine Buchsammlung, die liegt mir sehr am Herzen und eigentlich will ich sie gar nicht verkaufen, nur ich habe kein Geld, ich brauche Geld, deswegen verkaufe ich sie, ist auch rechtmäßig, ja, aber ich will ja eigentlich nicht, ja gut, aber du bist ja freiwillig den Kaufvertrag eingegangen. Hat dich jemand gezwungen? Nein. Dass es dir weh tut, dass du die Büchersammlung verkaufst, spielt keine Rolle. Niemand hat es dir gezwungen, aufgezwungen. Ist der Punkt klar mit der Zustimmung? Also beide Parteien müssen zustimmen, diesen Kaufvertrag einzugehen. Eine Ausnahme oder ein Aspekt bezüglich der Vertragsparteien ist, dass jemand im Namen eines anderen verkauft, also durch eine Vollmacht, ist auch im Islam erlaubt. Das heißt, ich gebe eine Vollmacht für jemanden und der verkauft in meinem Namen, das ist auch möglich. Der nächste Bestandteil war der Ausdruck, haben wir gesagt. Ich verkaufe etwas, also muss ich es ausdrücken, artikulieren, ich muss es erklären. Hier gibt es einige Voraussetzungen. Erstens, dass man sagt, dieser Ausdruck darf nicht im Futur, also in der Zukunft, mit der Zukunftsform, ich werde dir, das ist noch kein Kaufvertrag, ich verkaufe oder ich habe dir verkauft. Aber ich werde, na gut, das liegt in der Zukunft. Es muss schon so sein, dass es in der Gegenwart oder in der Vergangenheitsform benutzt wird. Der Ausdruck, dieser Kaufvertrag, darf auch nicht zu einer Sünde führen. Hier erwähnen die Gelehrten ein Beispiel, wenn ich sage, ich verkaufe dir im Jumu'ah-Gebet, während der Freitagspredigt, wenn der Imam beginnt mit der Khutba, darfst du nicht verkaufen oder auch nicht kaufen. Ja? Deswegen, wenn einige Leute zum Beispiel während der Khutba dann an ihrem Handy spielen, ja, und dann mal per PayPal, zack, ich habe jetzt, während der Jumu'ah darfst du das nicht. Während der Khutba darfst du nicht kaufen und verkaufen. Handel ist verboten während der Freitagspredigt. Ja, aber momentan gibt es eine Freitagspredigt, die ist ein bisschen später als die Moschee, wo ich gebetet habe. Ja, das ist wieder was anderes. Hast du Jumu'ah gebetet? Ja, okay. Bist du fertig, dann kannst du wieder Handel betreiben. Aber während der Jumu'ah, während du in der Jumu'ah bist, darfst du keinen keinen Kaufvertrag eingehen. Es ist aber erlaubt, wie ich vorhin erwähnt habe, wenn nicht artikuliert wird, also keine mündliche Form des Kaufvertrags vorhanden ist, aber eine schriftliche Form. Kein Mensch redet, aber der liest einen Vertrag, unterschreibt,
Der andere unterschreibt. Die haben nur gesagt, Salamu alaikum wa alaikum assalam, sonst nichts. Ist das ein gültiger Kaufvertrag? Ja, da weiß er, worum es geht. Das heißt, dieser Ausdruck kann mündlich sein, kann aber auch schriftlich sein, kann auch durch den Brauch sein, wie ich vorhin gesagt habe. Du gehst zum Bäcker, legst ihm auf einen Euro auf den Tisch, der gibt dir ein Brot. Ihr habt nichts gesagt, aber jeder weiß, das ist hier ein Kaufvertrag. Er hat sie nicht geschenkt. Du kannst nicht sagen, okay, ich nehme den Euro zurück, der hat mir nicht gesagt, ich verkaufe. Ich habe darunter verstanden, du schenkst mir das Brot jetzt. So geht das ja natürlich nicht, weil der Brauch ist hier ausschlaggebend. Der Brauch, dass eben, wenn du zum Bäcker gehst, schenkt er dir das nicht, sondern er verkauft dir etwas. Ja gut, aber jetzt hat der Bäcker so einen Teller mit ein bisschen Butterbrezelstücke, kleine Stücke, ja. Was verstehen wir alle darunter? Ja? Man darf es probieren. Muss ich bezahlen dafür? Stell dir mal vor, jemand probiert, sagt, okay, 50 Euro bitte. Welche 50 Euro? Ja, du hast doch gerade gegessen. Aber das hast du doch geschenkt. Habe ich das gesagt? Steht dir irgendwo ein Schild, bitte bediene dich? Ja, und was machen wir jetzt? Da sagen wir, der Brauch ist ausschlaggebend. Der Brauch ist, frag jeden Menschen auf der Straße, wenn der Bäcker irgendwie ein paar kleine Stückchen auf den Tisch legt, was bedeutet das? Kostprobe, oder nicht? Das heißt, der Brauch ist hier das Ausschlaggebende. Der Bäcker kann hier nicht dann erwarten, nee, ihr müsst mich jetzt bezahlen, ihr habt hier von der Kostprobe gegessen. Ein wichtiger Aspekt beim Vertrags, bei der Artikulation, genau, ist, dass diese Artikulation stattfinden soll oder dass sie nicht stattfinden darf, wenn bereits ein Kaufvertrag entstanden ist. Was soll das heißen? Ich verkaufe dir mein Handy. Ich habe dir alle Details gesagt, iPhone, Allahu a'lam, Samsung, was weiß ich, mit allen Infos, die du brauchst. Preis ist festgelegt, 100 Euro, 50 Euro. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden. Alhamdulillah, alles klar, bitteschön. Jetzt kommt ein anderer und sagt, ich bezahle 200 Euro. Ich kaufe es von dir ab für 200 Euro. Ist das ein Kaufvertrag? Nein. Warum? Weil bereits der Kaufvertrag stattgefunden hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass jemand etwas abkauft, wenn sein Bruder es schon gekauft hat. Das heißt, wenn jemand gekauft hat, kannst du nicht kommen und sagen, aber ich will auch. Ja, was mit der Auktion dann? Ist die Auktion halal oder haram? Ja? Ja, barakallahu fiik. Bei der Auktion ist der Kaufvertrag ja noch nicht abgeschlossen. Das ist ja wieder was anderes. Wann ist denn ein Kaufvertrag abgeschlossen? Wenn das Anbieten und das Annehmen stattgefunden hat. Also auf Arabisch, al-ijab wal-qabul. Ich verkaufe dir, der andere sagt, ich kaufe von dir. Beide haben geredet. Aber wenn nur einer redet, ich kaufe für 50 Euro, jetzt kommt der andere, 100 Euro, der andere, 150 Euro. Der Verkäufer hat da was gesagt? Der hat noch nicht gesagt, ich verkaufe. Also ist der Kaufvertrag noch nicht abgeschlossen. Deswegen sind Auktionen erlaubt. Aber wenn jemand sagt, ich kaufe von dir das Auto für 100 Euro, alles klar, geht klar. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst das Auto. Das war's jetzt. Jetzt kann nicht ein anderer kommen und sagen und dich überbieten oder sowas ähnliches. Sondern dieser Kaufvertrag ist abgeschlossen. Jede weitere Artikulation, jeder weitere Vertragsausdruck ist nichtig. Außer der erste Käufer gibt nach und sagt, alles klar, bitteschön, wenn du willst. Aber ansonsten gilt, nein, der Erste, der diesen Vertrag eingegangen ist, der hat Anrecht auf diese
auf diese Ware. Dann machen wir mal einen Halt, inshallah, an dieser Stelle, bi'idhnillah, um danach zu den Formen des Kaufes zu kommen. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.